Einer weiteren Runde Assassin's Creed 2. Wenn euch das hier gefällt, dann scheut euch nicht, meinem Kanal hier auf Twitch zu folgen oder den Kanal auf YouTube zu abonnieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann ab damit in die Kommentare und wenn ihr auf YouTube zuschaut und ihr mögt das hier, was ihr seht, dann lasst bitte einen Ezio, Daumen nach oben da. komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Wir machen jetzt direkt hier mit der Story weiter. Das, beim letzten Mal hatten wir ja eine Story-Mission gehabt und haben uns dann um das Templer-Versteck gekümmert. Heute geht es nahtlos mit der Story weiter. Und es dürfte jetzt langsam aber sicher nach Venedig gehen. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Yay, neue Kampftechniken. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Aha. Das möchte ich noch mal sehen. Ah, eben. Aber das Entwaffen ist ein bisschen schwieriger. Nur noch einmal ist hier. Okay, letzte Runde. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Okay. Hab was vergessen. Ich wollte noch ein bisschen die Stadt aufrüsten. Ihr seht es vielleicht auch an der Rüstung. Ich habe hier noch einen neuen Brustschutz gekauft, bevor ich angefangen habe zu streamen. Allerdings ist mir dabei auch aufgefallen, dass wir keinen Schneider in der Stadt Buongiorno. haben, bei dem man die Salute, Rüstung Ezio. umfärben kann. Sollen wir uns die Liste anschauen? Dann schauen wir mal, ob das möglich ist. Da, Schneider.
aus Taquanda. 5000, ja, das können wir das Ganze locker leisten. Kann sogar noch die Stufe drauf. Buon viaggio. So. Das Spiel hat sich gerade selbst aktualisiert, beziehungsweise die in Anführungszeichen Simulation. Jetzt dürften. Ja, jetzt hier lauf. Jetzt dürften wir hier auch einen Schneider in der Stadt haben. So sehr ich dieses Toskana-Rot mag. Ich würde jetzt doch ganz gerne mal die Farbe wechseln. Fantastische Metallarbeiten. Euer Beutel wäre auch nicht schlecht. Aber zu wenig Geld. Mist. Ockerfarben. Nehmen wir mal Kupfer. Noch ein zufriedener Kunde. Ciao. So, ist nicht mehr ganz so auffällig. Sieht aber trotzdem stylisch aus. Okay, dann. Oh, man sieht auch schon, die Stadt, die ist tatsächlich ein bisschen belebter. So, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Da ist die Schnellreisestation. Dann müssen wir mal hier lang. Links ab. Und durch das Stadttor. Schnappen wir uns einen Gaul. Das können wir wieder demarkieren. Nein, so. Und legen wir uns mal. Hätte man auch einfacher haben können über den Schnellreisepunkt, aber egal. Das ist jetzt nicht so das Problem. So. Oh, wir werden hier gesucht. Wahrscheinlich immer noch wegen der Aktion vom letzten Mal, als wir hier gewesen sind. Okay, die Stadt ist doch schon ein bisschen größer. Was war denn da? Anfangen. Noch ein Erinnerungsanfang. Reisen wir erstmal hier hinten hin. Möglichst weit weg von der eigentlichen Stadt. Schalten uns mal da den Aussichtspunkt frei. Mann, die Straßen sind so groß, ja? Die Fußgänger laufen überall rum. Verdammt. Na komm. Da war nix. Alles gut. Gibt nichts zu sehen. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Die Jungs,
Drücke Konter, um zu gewinnen. So. Ich glaube, wir müssen hier an der Seite hoch. Ja. Jetzt denke ich besser. Ja, genau. So, dann können wir hier... Hoppala, auf den Hauptteil, dann da hoch. Und einmal ganz nach oben. Nein, 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 nein. Verdammt. Nichts in der Sache. So. Okay, Ezio scheitert an den... Nein. Dann war es vielleicht doch keine so gute Idee, da hoch zu klettern, sondern wir müssen hier anfangen. Nein! Ist ja furchtbar! So, jetzt macht das aber. Nein, ich werde jetzt hier nicht ins Heu springen, weil da unten war noch was anderes. Das wir unbedingt scannen sollten. Ich habe weitere von diesen Glyphen. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? Okay, das ist relativ einfach. Da müssen wir einfach nur das Ganze richtig. Easy peasy. Oh, das ist noch ein Polion. Da ist ein Kopf. Und voila. Napoleon hat einen Edensplitter. Okay. Bin gerade mal überlegen, ob das überhaupt in Unity nochmal bedacht wurde. Egal. Weil Unity kommt nämlich Napoleon Bonaparte vor. So. Mhm. Also Assassin's Creed Unity war ja der Teil, der zur Zeit der Französischen Revolution gespielt hat. So. Was sind das? Die Gründerväter der USA? Ne, sieht nach Washington aus. Ha, okay, bei George Washington weiß ich, dass er einen Innsplitter hat. Ein kleiner Spoiler für Assassin's Creed 3. Es gab ja damals diesen DLC, Zorn des King George, oder wie es hieß, da ging es ja darum, dass das so eine What-If-Geschichte gewesen ist, wenn, ja, was passiert wäre, wenn Washington diesen Edensplitter für seine Zwecke genutzt hätte. Okay, cool. 103, 5, 2, okay.
Okay. War wieder eins von diesen kurz. Kurzfilmchen, Mikrofilmchen, wie auch immer man es nennen will. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das, was man da auf diesem Film sieht, ist sehr interessant. Und wird auch, meine ich, in einer gewissen Form in Odyssey, in einem der, im Atlantis-DLC sogar nochmal aufgegriffen. Hui! Und ab in die Blumen. So. Ist hier irgendwo noch Poster, die wir abreißen können? Ja, sieht nicht so aus. Aber da ist der Erinnerungsanfang. Machen wir doch erstmal das hier. Oh, buongiorno. Naja, nicht mein Problem. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Okay. Wir da überhaupt hin? Ah! Rauchbomben. Sehr schön. Kann ich meinen Augen trauen? Vielleicht arbeite ich zu viel. Lasset uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, ja, hinten ist er. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch ab und sagt ihr hier. Was wollt ihr denn? Gottes Westerung. Er ist fort. Der kommt jetzt. Nein, nur die Wahrheit. Schon mal nicht. Okay, einer haben wir davon noch. Da, da, da. Okay, das war der erbärmliche Versuch, stylisch zu sein. Nee, okay, das hat nicht so geklappt. Auch Bomben sind wieder voll, das ist gut. Theoretisch kann man doch, wenn man hier über die Kirche nach oben geht. Ist relativ einfach. Auf das Klosterdach. Lass es uns beten, Bruder. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Denn es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gottes Wächter. Da drüben ist er. Nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion. Können wir doch einfach. Mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter im Himmel ist. Und glaubt mir, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr Haha! Hab ich dich! Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten.
Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace. Dio del Cielo! Was ist Versteckst hier du dich hier, Freundchen? Dies ist doch kein Schlachtfeld! Da ist er! Packt ihn! Ein bisschen auf Abstand gehen. Rauchbombe raus. Klinge gezückt. So. Abgeschlossen. Okay. So, dann begeben wir uns mal weiter in Richtung Stadt. Das wäre so einer der abgelegenen. Jetzt haben wir noch 3 weitere Ausrufezeichen. Okay. Tatsächlich würde ich aber, bevor ich mich da in die Stadt wage, in der Stadt mal schauen, dass wir da die Zettel loswerden, also Steckbriefe. Ja, da vorne ist unser Gaul. Diebstahl gibt's ja zum Glück nicht. Also. Dann einmal direkt in Richtung der Stadt. Querfeld ein. Durch die jetzt dann doch ein bisschen karg wirkende Toskana. Weckt bei mir schon Erinnerungen an Ocarina of Time. Obwohl das hier immer noch deutlich besser aussieht als Ocarina of Time, ganz ehrlich. Okay. So, jetzt machen wir es anders. Gehen hier nicht unbewaffnet rein. Da ist doch schon gleich hier der erste Strafzettel, wollte ich schon sagen. Erste Steckbrief. Schon besser. Ihr müsst mich verwechseln, Amico. Hier kommt der kühne Edelmann mit langem starken Arm. Er ist der Waffenuntergang. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Was ist in dich gefahren? Den letzten Trottel, der sich so verhielt, haben wir einfach in Stücke gehauen. Capito. Geh mir aus den Augen! Sei morto! Unsere Fug. Ein bisschen für Ablenkung gesorgt. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Können wir nämlich hier noch den. Ja, fall hin. Hier noch den Steckbrief abreißen. Ah, da sind wir doch schon mal.
auf der sicheren Seite. Ihr Essen. Schöne Schatzkiste. Verdammte Straßenakrobaten. Alle verrückt. So. Vitello, maiale, tutto freschissimo. Laggiù! Sta! Sta! Hat keinen Einfluss auf unsere Bekanntheit. So. Alle hopp. Okay, cool. Ja, jetzt sind wir wieder unbescholtene Bürger. Und dann halten wir das Video heute ein bisschen kürzer als sonst. Nächstes Mal kümmern wir uns dann um die restlichen Erinnerungen hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Wenn ihr auf Twitch seid, folgt gerne meinem Kanal oder abonniert meinen Kanal auf YouTube. Da lade ich die Sachen so oder so, früher oder später hoch. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.